Ja, wie gesagt, es sind beim Unfall, ach du Scheiße, Akku, vier Motorradfahrer ums Leben gekommen, nur weil ein dämlicher Transporterfahrer da reingeknallt ist, bei Starkregen, okay. Man sieht da nicht so genau, aber warum muss man auch überhaupt bei Starkregen so schnell fahren? Mich hat das immer voll gestört, dass man da so schnell fahren muss. Ich weiß nicht warum. Ja, und da sind heute, wie gesagt, vier Motorradfahrer ums Leben gekommen auf der A9. Zwei waren sofort tot. Die wollten unter der Brücke Rast machen. Die wollten da wirklich nur Pause machen. Und was kam? Sie mussten sterben. Ist das nicht. Ist, es ist, ist, man fasst sich doch wirklich an den Kopf und sagt sich, was soll das? Warum, um Himmels Namen willen, hat der Transporterfahrer so gehandelt? Warum ist er zu schnell gefahren? Warum kann er bei Starkregen einfach nicht mal den Fuß vom Gas lassen? Bescheuert. Tut mir leid, ich muss hier jetzt abbrechen. Bescheuert.